an mein Haus ausgeraubt. Von dir redet doch die Garde die ganze Zeit. Die Nora, die mit ihrem zweiten Gesicht Verräter aufspürt. Wenn mir das doch auch helfen könnte. Ein Einbrecher stahl mir das Schwert meines Bruders. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Sprich mit meinem Diener, wenn du möchtest. Er hat den Dieb gesehen. Übrigens, ich will nur das Schwert zurück. Meridian und meine Familie, was das angeht, hat schon genug Ärger gehabt. Ich würde die ganze Sache vergessen. Ich verlange keine Strafe. Du hast den Einbrecher fliehen sehen? Ich stand mit dem Rücken zur Mauer. Ich dachte nicht, dass wer zum Fenster rausklettert. Er war grau gekleidet und hatte das Schwert. Mehr weiß ich nicht. Bei der Sonne, mir blieb fast das Herz stehen. Blutstropfen, die von hier wegführen. Kurz reinschauen kostet doch nichts. Das ist kein Mehr Blut. Ich bin noch auf der richtigen Spur. Sieh dir mal diese Waren an. Bessere Waren findest du nirgendwo. Noch mehr Blut. Der Dieb hat sich schlimm. Die Spur endet hier. Aber irgendjemand muss den Dieb gesehen haben. Je länger der Streit mit den Schattenkarten. Kurz reinschauen. Ist hier jemand langgerannt? Mit einem Schwert? Aber ja, er hat sich ein paar Stoffstücke geschnappt und rannte die Treppe darunter. Er hat geblutet, vielleicht braucht er einen Verband. Verdammt! Diese Stoffe sind teuer! Ich habe also einem Dieb Verbandszeug bezahlt. Hier gibt's nur die besten Waren. Sie selbst! Wenn der Dieb hier war, gab es für ihn nur einen Weg. Vorwärts. Keine Spur von dem Dieb. Jemand muss ihn gesehen haben, als er hier langgerannt ist. Ist dir jemand vorbeigelaufen? Mit einem Schwert in der Hand? Ja, er hatte mich fast umgerannt. Er rannte über den Wall und fuhr mit dem Lift runter. Den holst du nicht mehr ein. Aber er hatte kein Schwert. Er hatte gar nichts in der Hand? Absolut nichts. Aber er rannte wie ein geölter Blitz. Der Dieb muss das Schwert weggeworfen haben. Aber wo? Das kann nicht wahr sein. Vielleicht hat ihm jemand geholfen. Am Stand der Händlerin hätte er das Schwert schnell loswerden können. Du solltest deine Vorräte aufstocken, bevor du weiterziehst. Der Dieb ist anscheinend entkommen, aber ohne das Schwert. Er hat es vielleicht irgendwo abgelegt. Bei dir zum Beispiel. Was? Nein! Ich habe damit nichts zu tun. Das wird sich zeigen, wenn die Stadtwache deinen Stand durchsucht und deine Kunden befragt. Oh, bitte nicht. Hör mich erst an. Es heißt, du bist ein helles Licht in der Dunkelheit, also wirst du mir zuhören. Es stimmt. Ich hatte das Schwert und ich gab es an jemanden weiter. Es wird verkauft, aber nicht für den Profit. Die Scherben sind für Bedürftige. Und das soll ich dir glauben? Ich kann's beweisen. Meine Freunde sind bei der Wassermühle im unteren Dorf. Sie erklären dir alles. Wenn sie dich nicht überzeugen, komm zurück mit den Wachen. Ich gehe nirgendwo hin. Das könntest du ruhig. Ich finde dich. Aber na gut. Ich gehe zur Wassermühle. Okay, dann sollte ich wohl zu dieser Wassermühle gehen und herausfinden, was hier läuft. Eine echte Lady würde nie Jägerin werden wollen. Die Blut entfacht sich nicht von
mich lieber nicht, wo du hin sollst, wenn du dich verirrst. Ich bin Wache. Falls Maschinen oder Banditen an mir vorbei wollen... Ich hab dich schon erwartet, Aloy. Du willst sicher antworten. Tja, es ist nicht kompliziert. Wir sammeln Wertgegenstände von Leuten, die sie nicht brauchen, verkaufen sie und geben die Scherben den Armen in Sonnenfall. Was soll ich jetzt tun? Weggehen? Ich hatte gehofft, du hilfst uns. Es heißt, du liest Spuren wie ein Pirscher. Tja, mein Partner Nazan ist bei der Brandküste verschwunden. Er wollte nach Sonnenfall. Mit einer ganzen Ladung Lebensmittel. Wenn du die findest, würdest du vielen helfen. Ich überleg's mir. Aber nur, wenn du Ravan das Schwert zurückgibst. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Gut, er kriegt das blöde Schwert. Nazan sollte seinen Kontakt bei einer Feuerstelle an der Gabelung bei der Brandküste treffen. Such dort nach ihm. Aber Vorsicht! Dort sind viele Maschinen und viele Schattenkarja. Und zwar nicht die Bedürftigen, sondern die Peiniger. Ich war unter dem alten König. Ich glaube, Sand ist nicht weit vom Rotkampass. Ich sollte mich mit Ellen treffen. Eine Gabelung. Hier sollte sich Nazan einfinden. Hier hat ein Kampf stattgefunden. Keine Leiche. Wenn jemand Nazan weggeschleift hat, gibt es Spuren. Na also, mal sehen, wo sie hinführen. Außenposten der Schattenkaja. Hoffentlich ist Nazan da drin. Es vielleicht nicht. Ah!
sind hier. Ich habe lange genug gesucht. Das Blut der Ungläubigen. Ich habe mir was gebrochen. Ich bin getroffen. Einfach weitergehen. Sie haben Nassan also erwischt. Er braucht Hilfe. Versuchen wir es nochmal. Nur eine Frage, denn du wirkst etwas geschwächt. Was wolltest du bei der Weggabelung? Es war ein Picknick. Mit deiner Mutter. Ich glaube, er will deine Gefühle verletzen. Klappt nicht. Meine Mutter liebt ein schönes Picknick. Wie auch immer. Das bringt doch alles nichts. Das ist okay. Ich breche ihm gerne ein paar Knochen. Wie viele wir ihm wohl brechen müssen, damit er redet? Ah, ein harter Hund. Vielleicht 7. Okay. Ich nehme die Wetten an. Verdammten! Das werde ich morgen noch spüren. Das wird... Kindiv schickt mich. Holen wir dich hier raus. Ich dachte schon, er hätte mich vergessen. Ich schulde ihm wohl einen Händedruck. Komm schon, hier lang. Kindiv hat mir von euch erzählt. Ist die Lieferung verloren? Nein, ich habe sie versteckt. Es gibt viele Hungrige in Sonnenfall, die sich drüber freuen. Gut. Jetzt hör zu. Wenn du wieder in Meridian bist, sprich mit dem adligen Ravan. Sei ehrlich zu ihm, dann hilft er dir. Einen Adligen anbetteln? Aber ich kann dir die Bitte wohl nicht abschlagen. Doch zuerst muss ich nach Sonnenfall. Mach's gut. Thank you.
sie eine ehrenvolle Kaja, im Gegensatz zu diesem... Ein Mann namens Nassan kam zu mir. Wir trafen eine Vereinbarung. Ich bin überzeugt, sie wird vielen in Sonnenfall nützen. Alles durch ein gestohlenes Schwert. Man sagt ja, folge dem Schatten und du findest eine Flamme. Das muss der Turm sein.